Was eher ruhig ist, wird als beschaulich bezeichnet. Was meditativ ist, wird auch als beschaulich bezeichnet. Man kann sagen, in einem Ort geht es beschaulich zu. Man kann sagen, in einer Firma kann es auch mal beschaulich zugehen. In einem Yoga-Zentrum kann es beschaulich zugehen. Und man kann auch so in einer beschaulichen Stimmung sein. Spirituelle Schau. Im Yoga geht es darum, sich spirituell zu entwickeln. Du willst dich spirituell weiterentwickeln. Du willst das Göttliche wahrnehmen. Und manchmal ist es gut, so einen inneren Zustand der Beschaulichkeit zu kultivieren, einen Moment der Beschaulichkeit zu suchen und in diesem Moment ganz im Hier und Jetzt zu sein. Ab und zu mal geh in die Natur. Und anstatt nur zu joggen und deinen Puls zu messen und schauen, wie viel Schritte du gehst, geh das Ganze etwas beschaulich an. Mit etwas Muße, schaue in den Wald, schaue die Berge an oder das Tal oder die Wiese oder den Bach. Und indem du ganz beschaulich bist, spüre hinter dem, was du wahrnimmst, das Göttliche. Im Vedanta wird gesagt, Sarvam Kalvidam Brahman. Hinter allem ist Brahman, alles ist Brahman. Und wenn du dir Momente nimmst, wo du ganz beschaulich bist, kannst du dieses Göttliche wahrnehmen. Auch wenn du nach Hause kommst, du musst nicht gleich alles in die Wege leiten und staubsaugen und Müll entsorgen und Spülmaschine und so weiter. Nimm dir ein paar Momente der Beschaulichkeit. Schaue vielleicht ein spirituelles Bild an und lass es auf dich wirken. Schaue deinem Partner in die Augen oder schaue einfach mal mit Liebe an, was dein Kind so macht. Oder schaue eine Pflanze an oder nimm einen Moment der Muße mit dem Haustier oder was auch immer. Momente der Muße und der Beschaulichkeit lassen dich Gott spüren und erfahren.